Denn diese Treppe oder Rampe könnte auch zum Fliegen gut sein. Yeah! Herzlich willkommen zurück zu Teardown und dem Gemälde-Dieb, der bisher kläglich gescheitert ist. Ja, nochmal kurz schildern, was wir hier eigentlich zu tun haben. Wir sollen unserem Klienten Gordon Wu 4 Gemälde klauen. Und zwar haben wir den Auftrag von seinem Konkurrenten bekommen. Die beiden kloppen sich und wir arbeiten heimlich für beide. Das wissen die natürlich nicht. Ja, und dieses Gelände von Gordon Wu, das Wetter ist irgendwie ein bisschen merkwürdig heute, ist riesig. Und die Gemälde, die sind schön verteilt. Und ich hatte bisher versucht, mir einen Weg zu machen. Also hier ist das Pförtnerhäuschen, da ist ein Gemälde. Da habe ich immer mit angefangen. Und dann habe ich aber einen ziemlich weiten Weg. Und hier an dieses Strandhaus, da ist eine kleine Sauna, da hängt auch ein Gemälde drin. Hier ist das dritte Gemälde und 4 Gemälde sollen wir Pflicht klauen. Eventuell können wir auch 6 schaffen, aber ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte. Oder ich muss da wirklich noch ganz lange optimieren. Denn das Problem ist, alle diese Gemälde sind alarmgesichert. Und sobald ich eine Alarmanlage auslöse, habe ich genau noch eine Minute. In der Zeit muss ich 4 Gemälde an Land schaffen und mit meinem Fluchtfahrzeug abhauen. Und das ist schon eine echte Hausnummer. Ich habe mir jetzt nochmal die ganze Sache angeguckt und habe dann diese beiden Gemälde hier am Rand und im Pförtnerhäuschen, denke, das lasse ich mal. Ich versuche jetzt möglichst die Wege kurz zu halten. So ein bisschen Erfahrung habe ich jetzt ja schon gesammelt. Ich weiß, hier in dem Gebäude, da hat Gordon Wu seine Rennautos drin und eins davon werde ich als Fluchtfahrzeug nehmen. Ich habe erst versucht, hier diese Rampe hochzufahren und dachte, da könnte man vielleicht hier irgendwie den kurzen Weg nehmen, aber das geht meistens schief. Deswegen werde ich mal versuchen, hier lang zu fahren und vielleicht dann hier durch die Rabatten zu brechen und möglichst schnell dann zu meinem Schiff zu kommen. Okay, aber eine Sache wollte ich mal ausprobieren. Das habe ich nämlich woanders mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Aber wer es nicht probiert, da sehen wir übrigens schon das erste Ziel. Denn diese Treppe oder Rampe könnte auch zum Fliegen gut sein. Yeah! Ja. Womit wir Gordon Wu's Schlafzimmer schon mal ruiniert haben. Aber das Spiel heißt ja Teardown. So, ich wollte mir jetzt mal angucken, wie es mit diesen beiden Gemälden aussieht. Ja, hier ist eine Automatiktür. Mach mal auf hier. Am besten auch bleib auf. Denn ich muss dann hier relativ schnell durchjagen. Hier ist ein Bild. Das ist ein Target. Und das nächste Bild ist leider eine Ebene höher. Das heißt, ich müsste ganz schnell hier runter. Es gibt zwar einen Fahrstuhl. Ist der sogar hier? Nee. Ich rufe den mal. Besser. Bing bong. Der Fahrstuhl ist aber keine gute Idee, wenn ich nur die Minute habe und ganz, ganz schnell weg muss. Und hier ist das zweite. Meine Idee
Hä? Was machen die Türen denn hier? Schwingen nach außen, nach innen. Hauptsache, sie bleiben auf. Das ist schon mal wichtig. Okay. Meine Idee ist, hier ein Loch zu machen. Hier komme ich nicht durch. Moment, ich habe ja was Stabileres, was auch ein bisschen kaputt macht, und zwar eine Shotgun. Da habe ich auch ein bisschen in Munition investiert. 48, das sollte reichen. Aha. So wird ein Schuh raus. Oh, da muss ich durch mehrere Decken durch. Seien wir hier mal nicht zu sparsam. Und ich muss auch gucken, dass ich möglichst dann den Müll hier auch wegnehme. Denn wenn ich es wirklich eilig habe, muss ich es... Ja, ich darf nicht drüber springen. Lieber noch mehr Platz machen. So, wo schmeiße ich das denn hin? Und leider, diese Bruchstücke, die stören meistens auch. Also, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu optimieren. So. Nee, 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 nicht festbacken. Das ist keine gute Idee. Kann ich hier hochspringen? Na komm. Ehrlich nicht? Naja, denn nicht. Oh oh, da sehe ich schon ein Problem. Ich muss aufpassen. Die Shotgun, die scheint mehr kaputt zu machen, als ich gerne hätte. So, hier kann ich auf jeden Fall durchfallen. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht durchfalle. Kann ich das wieder reparieren? Mal gucken. Falls ich hier lang muss. Nee. Aber vielleicht ist es auch egal. So, Platz weg. Also, ich schnappe mir oben das erste Bild, springe hier durch, rase hier hin, hole mir das zweite Bild. Ja, schnell genug. Soll ich den noch kaputt machen? Weiß ich nicht. So, und dann muss ich gucken, dass ich hier... Moment mal, das ist gar nicht... gar keine schlechte Idee. Nehmen wir mal an, da unten stände ein Auto. Und mit dem würde ich dann hier runterfahren. Ich besorge mir erstmal ein Auto. Mal gucken, Autos stehen hier genug. Hier zum Beispiel. Wenn ich das als Fluchtfahrzeug nehme. Das ist aber relativ lahmarschig. Ich muss mir nochmal was angucken. Also als Rampe war das hier eine ganz gute Sache. Aber ich muss da hinten ja zum Zelt. Das ist, wenn ich einfach über die Rabatten fahre. Ich muss aufpassen, dass ich hier dann nicht im Pool lande. Das war, wäre dann die falsche Aufgabe. Vielleicht kann ich... Moment. Ich will erstmal meinen guten Sledgehammer haben. Wenn ich hier ein bisschen gärtnere... Da natürlich auch viel Zeug. Wenn ich dahin. Dass das Auto... lange muss es sowieso nicht halten. Denn was ich jetzt gerade vorhabe, das ist schon etwas radikal. Ich habe nur festgestellt, dass ich selbst relativ wenig Schaden nehme. Ich kann Schaden nehmen. Aber der Schaden wird sehr schnell wieder geheilt.
Und ich habe, man hat ja auch gesehen, ich kann da ohne Probleme runterspringen, ohne dass mir was passiert. Shotgun. Klink. Ja, und das kaputt machen macht schon Spaß. Weg damit. Du bist doch mit Sicherheit auch im Wege. Hier zum Zelt, da will ich hin. Und das heißt, ich müsste hier mit dem Wagen irgendwie möglichst schnell dahin. Vielleicht hier über die Mauer. Oh oh. Nicht zu viele Löcher machen, nicht, dass das Auto da drin hängen bleibt. Ich muss hier an dem Gazebo hier dran vorbei. Und ich hoffe, dass ich mit dem Wagen so weit wie möglich in Richtung Zelt fliege. Und dann wäre ich schon am dritten Bild. Also das könnte zeitlich jedenfalls einigermaßen hinkommen. Damit. Kein Gebüsch. So. Das wird mein Ziel. Hier will ich durch. Also mit dem Wagen hier durch die Rabatte. Kann ich das noch mitnehmen hier? Ja, zack. Ab in den Pool. Schwimmt das? Das schwimmt! Oh! Also wenn ich den Wagen... bisschen näher hier ran, ich darunter springe, dass ich möglichst schnell in den Wagen einsteigen kann und dann dahin düse. Okay. Dritte Aufgabe. Also hier, da leuchtet es kurz rot auf, aber Schaden nehme ich nicht allzu viel. Erstmal zusehen, dass hier alles aus dem Wege ist, was mich irgendwie bremsen könnte. Wer braucht das? Weg damit. Wow! Ich bin stark. Das wusste ich gar nicht, dass man hier so weit schleudern kann. Ich muss mal aufpassen, ich weiß nicht, ob ich eventuell hier drüber stolpere hinterher, wenn ich hier mit dem Wagen runterknalle. So. Da ist nämlich unser nächstes Ziel. Alles hier. Alle Seite. Brauche ich eigentlich nur den Hammer. Hier will ich dann durch. Das ist das dritte Ziel. Oh, 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 Vorsicht. So, hier brauche ich dann auch einen Wagen. Möglichst dicht dran vielleicht sogar. Komm noch näher ran. Danke. So, das heißt, ich knalle hier runter. Renne hier durch. Schnappe mir das Bild. Springe in den Wagen. Und dann fahre ich schon dahin, wo ich dann gleich schon abhauen will.
nämlich hier hin. Als allererstes mache ich mir hier den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Und das ist dann das vierte Bild. Und damit hätten wir zumindest die Pflichtaufgabe geschafft. Und das Ding nehme ich als Fluchtfahrzeug. Vorsichtig, nicht zu früh kaputt machen. Genau. Und da geht's dann nach Hause. Das wird wahrscheinlich noch mit die schwierigste Sache. Ich muss hier nämlich einmal um die Kurve. Das ist ein Sportwagen, also der hat richtig PS. Dann mache ich hier einen Flug, Abflug. Kann ich das da? Shotgun. Danke. Ab. So. Hier fliegen wir rüber. Die Büsche kloppen wir auch schon ein bisschen klein. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gegen den Baum fahre. Und möglichst dicht hier ran, damit ich ganz schnell abhauen kann. Okay, also ich finde, dieser Plan könnte sogar klappen. Es wird auch knapp, aber immerhin, das wäre jetzt ja mein Versuch. So schaffe ich es zumindest, diese vier Pflichtbilder zu bekommen. Wie man die da hinten bekommt, da müsste ich noch viel mehr optimieren. Und je weiter der Weg ist, das habe ich auf jeden Fall schon gelernt bei dem Spiel, desto schwieriger wird die ganze Geschichte, desto mehr kann einfach schief gehen. Ich hoffe, naja, ob das jetzt das erste Mal klappt, weiß ich nicht. Da müsste ich hier aber wirklich die richtige Spur fahren. Die optimale. Tja. Also eigentlich wäre es jetzt vorbereitet. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde trotzdem erstmal einmal einen Quicksave machen. Beziehungsweise doof. Das hätte ich vielleicht erst machen sollen, wenn ich wieder oben bin. Wo war der Fahrstuhl? Hier glaube ich irgendwo. Nee. Noch irgendwas zu klauen. Ich glaube, hier hatten wir alle schon untersucht. Manchmal findet man ja noch ein paar wertvolle Sachen, die man mitnehmen kann und zu Geld machen kann. Zum Beispiel hier Tears by Kirsten Strawback. Oil on Canvas. Öl auf Leinwand. Das ist aber leider kein Ziel. Ich kann das. Das scheint Metallrahmen zu haben. Ich das doch ab. Hängt jetzt ein bisschen schief. Egal. Oder das hier. Das ist auch Kirsten Strawback. Cave Dwellers. Das ist doch so klein. Komm. Als Mitbringsel. Ich will haben. Jetzt habe ich das Bild kaputt gemacht. Jetzt will ich es nicht mehr haben. Egal, ich hole mir den Fahrstuhl. Mal gucken, das kriegen wir hin. Ab in den Fahrstuhl. Tür kann aufbleiben. Das ist ein moderner Sicherheitsfahrstuhl. Ja, da müssen wir runterspringen. Ein höher. Okay. Das sieht gar nichts. Also hier muss ich aufpassen, dass ich mehr in die Richtung falle. Gut. Wir stellen uns neben unser erstes Ziel. Und jetzt mache ich nochmal einen Quicksave. Durchatmen. Und ab. Na. Runter. Lauf. 45, 4, mitnehmen,
Laufen. Gas geben. Ja, das bremst mich nicht sonderlich ab. Hier springen wir rein. Ey! Nicht hier. Oh! Aussteigen. Das Aussteigen klappt übrigens ganz gut. Jetzt habe ich das Bild nicht mitgenommen. Mann! 23 Sekunden. Bremsen! Bremsen! 15 Sekunden. Oh, das schaffe ich nicht. Und jetzt ist der Wagen im Wege. Ah, toll. Oh, nein! Okay. Das war nichts. Quick Load. Ja. Gott sei Dank. Puh. Ich war zu overexcited, glaube ich. Durchatmen. Los geht's. 55. Ah. Irgendwas kostet mich hier schon gewaltig Zeit. Das klappt. Einsteigen. Einsteigen. Gas geben. Dadurch. Nah ran. Das Schöne ist, man kann aus dem Unfallwagen so aussteigen. Gas geben. Er muss am besten in die Garage fahren. Aussteigen. 23. Jetzt habe ich aber noch mehr Zeit. Einsteigen. Und jetzt sich bloß nicht verfahren. Das Ding schleudert. Ja, das wird nichts. Aber das sah schon besser aus. Das sah schon besser aus. Gut, dass es diese Quick-Load-Funktion gibt. Ich sollte vielleicht erstmal nochmal diese Strecke abfahren. Mache ich ja sowieso gleich. Dann kann man wenigstens alles üben. 55. Ich muss so ein bisschen die Zeit auch im Auge behalten. Ich muss nicht so weit rennen, vielleicht. Draufspringen, einsteigen, Gas. Ah! Mist, das habe ich wieder verballert. Jetzt kann ich wenigstens noch mal das mit dem Fluchtfahrzeug üben. Das Problem ist, dass die Autos sich alle irgendwie etwas anders steuern und sehr schnell übersteuern. Da haben wir es wieder. Wieso? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Quick Load. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur schön ruhig bleiben. Nur nicht aufregen. Okay. Quick Load. Da bin ich sofort hängen geblieben. Ja, ich hatte schon geargwöhnt, dass das schwierig wird hier durch dieses Doppelloch. Irgendwie eine Sekunde habe ich schon wieder verloren. Jetzt habe ich das Bild wieder nicht mitgenommen. Oh Mann. Renn, 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 renn. Das hat wieder nicht geklappt. Bin teilweise nicht in die Gazebo fahren, hier runter. Jawohl, aussteigen. Mir passiert nichts, das ist das Coole. Bild mitnehmen, einsteigen, Gas geben. Ja, das wird schon wieder knapp. Einsteigen. Klauen. Einsteigen. Jetzt steigt er in den Wagen. Oh Mann. 11 Sekunden. Kurve. Jetzt hat er wieder übersteuert. Quick Load. Puh. Das muss doch mal. Ich muss vielleicht doch das Fahren nochmal üben. Das gefällt mir jetzt gut. Hier bin ich gut runtergekommen. Das Bild sofort abgerissen. Lauf, lauf, lauf. Ich das schaffe. Jetzt einzusteigen? Jawohl.
hier die richtige Bahn finden. Fliegen, aussteigen, rennen, Bild nehmen, ab ins Auto. 30 Sekunden. Ich habe richtig Zeit jetzt. Egal. Und jetzt mal vorsichtig fahren. Wie eine Oma. Wie eine Oma mit einem Ferrari. Ah. Egal. 9. 8. 7. Und tschüss. Wow. Okay, ich habe es zumindest geschafft. Der Weg ist hier noch relativ lang, der jetzt hier gerade angemalt wird. Da bräuchte ich noch ein Fahrrad. Hier ging es ins Auto. Das funktionierte sehr gut. Da habe ich also richtig Zeit gewonnen. Das hat hier auch gut geklappt. Das war völlig egal. Das waren hier noch ein paar, 2 Sekunden, die ich wahrscheinlich gespart hätte. Aber egal. Time left, 6 Sekunden. Ich habe noch 6 Sekunden. Ich habe alle Zeit der Welt gehabt. Und weg. Ich glaube, da hätte ich sogar noch eine Sekunde schneller weg sein können. Aber immerhin, Targets required, das haben wir geschafft. Ja, continue. Da will ich nochmal gerade gucken, was so die Nachrichten sagen. Breaking News. Thunderstorm approaching. Oh. Oh, oh. Es gibt ein Unwetter. Das heißt, über meinen Kunstdiebstahl berichten die gar nicht. Doch nicht bei uns, oder? Oh, was kommt denn da runter? Wasser ohne Ende. Igitt. Wie ist das Spiel denn drauf? Mensch. Berichtet ihr jetzt wenigstens nochmal? Oh. Es gibt also ein Unwetter. Hm. Interessant. To hit the coast tonight. Also nachts kommt dann das Unwetter mit Gewitter. Aha. Und soll drin bleiben. Und von den Fenstern wegbleiben. Ah, hier. Kathleen Sandstream. Die wird doch jetzt aber über... Wenn sie für eine bessere Zukunft auf eine bessere Zukunft Byrons? Thunderstorm. Okay, gar keine Nachrichten über uns. Dafür gucken wir mal, ob Lawrence Lee Jr. zufrieden ist. Hier gibt es jetzt Anton Wolf. Das ist ein neuer Klient von uns. Und Jillian Johnson, Missing Artwork. Und Parisa Turdyman, unsere nette Dame von der Polizei, ja, die geht uns langsam auf den Zeiger, weil sie andauernd noch wieder irgendwelche Wünsche hat, die uns in die Bredouille bringen könnten. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was Jillian sagt hier. So, also es fehlt eben, fehlen Kunstschätze. Am Claim Adjuster. Ah. Okay, die arbeitet für die Versicherung. Wahrscheinlich für Gordon. Ja, ja, genau. Für Gordon Woos Versicherung. Und sie untersucht gerade den Kunstdiebstahl bei Gordon Woo. Wer das wohl gewesen sein mag? Naja, okay. Okay, also Mr. Wu vermutet oder behauptet, er wisse, wer verantwortlich für den für die gestohlenen Gemälde ist. So. Aber er meint natürlich Lawrence Lee Jr. Und der ist ja auch
im übertragenen Sinne verantwortlich, denn er ist ja unser Auftraggeber. Denn umgekehrt haben wir für Herrn Wu Lawrence Lee Jr. ja auch schon massiv geschädigt, muss man ja sagen. Okay, auf jeden Fall, die beiden Herren sind gar nicht so daran interessiert, die Polizei einzuschalten. Aber deswegen ist wohl Gordon Wus Versicherung neugierig geworden, sagen wir es mal so. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Aufgabe. Wir sollen die Kunst, die Bilder wieder zurückholen. Das kann aber nicht wahr sein. Okay. According to our intelligence, the paintings are hidden at the marina. Das heißt, die Gemälde sollen ihren Nachforschungen zufolge am Hafen sein. Und den kennen wir ja eigentlich auch schon. Und da hat halt eben Lawrence Lee oder Lee Chemicals eben eine große Installation und ein großes Lagerhaus. Ja, möglich. Das heißt also, wir sollen jetzt für die Versicherung von Gordon Wu die von uns gerade geklauten Bilder wieder zurückklauen. Die Story wird langsam wirklich sehr, sehr verwirrend. Egal, ich verabschiede mich hier erstmal, bevor ich überlege, ob ich das denn annehme oder nicht. Hau ich mich, glaube ich, erstmal aufs Ohr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern. Denn, also, das war auf jeden Fall viel Fieber für mich. Habe ich eventuell noch irgendwie was Neues bekommen? Ein neues Werkzeug oder so? Nö. Oder vielleicht liegt es oben. Aber das kann ich auch das nächste Mal nachgucken. Ich bedanke mich jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich immer über ein Like. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.